Seit dem ersten Teil sind wir 7 Jahre vergangen. RB spielt erste Liga, die Scheißware kam an. Hannover, Stuttgart, Hamburg, Tradition in Liga 2. Wolfsburg gegen Hoffenheim, 10.000 Mob am Spiel dabei. Ist scheißegal, denn nur die Kohle regiert. Er kostet 50 Mille, denn er hat 2 Tore erzielt. Ablöseforderung, bei denen es keine Grenzen gibt. Zu der gleichen Zeit verhungert irgendwo ein Mensch im Krieg. 120 Euro für eine Karte in der Champions League. Eine goldene Nase will man an den eigenen Fans verdienen. Wir sind immer noch die Arbeiterklasse. Millionäre prallen rum und wir bezahlen die Kacke. Autos, Schmuck und Häuser, ja, sie haben ausgedient. Wir kratzen unser Geld zusammen für ein Auswärtsspiel. Gehen täglich ackern, damit man Geld für Karten kriegt. Sag mir, warum Fußballspieler mehr als ein Arzt verdient? Große Events in Ländern ohne Menschenrecht, weil sich der FIFA-Boss mit Kohle sein der Hände wäscht. Ein Schiri vom TV, der nach dem Tor noch guckt. Ihr macht unseren Sport kaputt. Große Events in Ländern ohne Menschenrecht, weil sich der FIFA-Boss mit Kohle seine Hände wäscht. Ein Schiri vom TV, der nach dem Tor noch guckt. Ihr macht unseren Sport kaputt. Der Spielplan wird zerstückelt und mittlerweile Montagsspiele. Fußball ein Event und alle wollen an diese Show verdienen. Überall nur Kohle, Kohle, Kohle und die Flipper aus. Selbst bei dem Pokalfinale tritt Helene Fischer auf. Nichts gegen sie, aber sind wir hier beim Super Bowl. Leute filmen im Blog und laden es direkt bei YouTube hoch. Scheiß auf Stimmung machen, sie wollen mit den Klicks verdienen. Und plötzlich muss der FCB im mitfarbigen Trikot spielen. Die Blase ist geplatzt und die Welt muss kapieren. Der Fußball ist nur noch eine Gelddruckmaschine. Euroleague-Finale, da wo die meiste Kohle fließt. FIFA-Bosse spielen grad mit unserem Spiel Monopoly. Und macht man dann die Fresse auf, kriegt man Kollektivstrafen. Wundert euch doch nicht, dass dann die Dresdner einen Krieg starten. Mann, wir müssen unsere Faust sein. Scheiß auf die Liga, der Meister muss aufsteigen. Große Events in Ländern ohne Menschenrecht, weil sich der FIFA-Boss mit Kohle seine Hände wäscht. Ein Schiri vom TV, der nach dem Tor noch guckt. Ihr macht unseren Sport kaputt. Große Events in Ländern ohne Menschenrecht, weil sich der FIFA-Boss mit Kohle seine Hände wäscht. Ein Schiri vom TV, der nach dem Tor noch guckt. Ihr macht unseren Sport kaputt.